Pro. Jetzt aber kommen wir erstmal zu einem ganz anderen Thema, das aber auch unglaublich und vor allem aber unglaublich unterhaltsam ist. Es geht ums Schnellsprechen. Sammy Deluxe, der Rapper mit der ganz fixen Zunge gegen Deutschlands Schnellsprecher Nummer 1. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bangkoker-Bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Alles verstanden? Jetzt nochmal halb so schnell. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bangkoker-Bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Ich bin Dr. Georg Winter, 66 Jahre alt, Unternehmer, Umweltschützer, Lyriker und Simsaladim-Bambasaladusaladim Sprechsportler. Diesem Mann sieht man sein außergewöhnliches Hobby nicht an. Dr. Winter ist Jurist und berät Firmen in Sachen Umweltschutz. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Doch zu Hause beschäftigen ihn vor allem Worte, Sätze, Reime. Und die so schnell wie möglich gesprochen. Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bangkoker-Bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Trainieren ist sehr wichtig. Wer Sprechsport betreibt, muss die Zunge trainieren, genauso wie jemand, der Fußball spielt, den Oberschenkel trainieren muss oder wer Tennis spielt, den Arm trainieren muss. Dr. Georg Winter trainiert am liebsten am Klavier. Die Musik lockert das Mundwerk. Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Untersuchung bei Markus Hess. Gas, Morgozzi, das war Palermo. Gas, Morgozzi, auf nach Salerno. 140, das war Cosenza, 120, das war Potenza. Der Universitätsprofessor hat solch ein Feintuning des Sprechapparates noch nie zuvor gesehen. Man kann das Sprechen vergleichen mit einem Orchester. Dort haben wir sehr viele Musiker, die müssen sehr genau aufeinander, präzise aufeinander abgestimmt spielen. Und so muss es beim Sprechen auch sein. Mehr als 50 Muskelpaare müssen miteinander koordiniert arbeiten, um das Sprechen zu ermöglichen. Auch er spricht dank Training weltmeisterlich schnell. Mit Sprache und Musik verdient er sein Geld. Okay, meine Damen und Herren, mein Name ist Sammy Deluxe. Ich bin hauptberuflich Rapper. Seit jungen Jahren rapp ich auf Deutsch. Sammy Deluxe, einer der erfolgreichsten Rapper hierzulande und einer der schnellsten. Die schnellen Texte, die ich rapp, die ich jetzt seit Jahren schon schnell rapp, so die kann ich auch wirklich im Schlaf super schnell rappen. Und da merkt man auch, dass es so bestimmte Abläufe anscheinend im Mund dann sind, die dann mit der Zeit noch leichter werden und automatisiert werden. So. Doch wer ist der schnellste Sprecher in diesem Land? Der Rapper oder der Reimer? Die beiden Herren bitten zum Duell. Ich habe gehört, Sie sind ein Schnellsprechgenie sozusagen. Ich bin ein Rapper, der auch sehr schnell rappen kann. Wollen wir noch mal gucken, wer schneller ist. Herr Deluxe, Sie sind gut. Mein Name ist Winter, da müssen Sie sich warm anziehen. Das Duell der Verbalakrobaten. Jetzt im Unglaublich-Studio. Dann also guten Abend, Dr. Georg Winter und herzlich willkommen, Sammy Deluxe. Das also sind die beiden Schnellsprechkonkurrenten. Und wir haben natürlich auch einen Schiedsrichter, der darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht und der am Ende bestimmt, wer denn gewonnen hat. Guten Abend, Professor Hoberg. Guten Abend. Es werden also gleich beide zwei Texte vortragen, jeweils einen eigenen und jeweils den Text des Gegners. Und Herr Hoberg, wie bestimmen wir, wer gewinnt am Ende? Ich würde sagen, wir müssen zunächst mal sehen, ob alle es richtig vortragen, ob nichts fehlt. Naja, und dann werden wir noch ein paar weitere Dinge sehen. Ich glaube, das machen wir schon. Wenn Fehler gemacht werden, gibt es einfach Sekunden drauf und wir lassen dem Rapper den Vortritt. Wir sagen also Bühne frei für Sammy Deluxe. Ich fühle mich wie ein Analphabet, den keiner versteht von der Manapanee, der den Bin den Ballermann schäbt, der neue Hollywood-Dobbin und der Libby, der und Killer Kater, aber selbst nur die Mille will und in der Welle chillen. April beginnt, ich bin auch immer derselbe Typ, so hasse ich, dass ich meine eigenen Homies um Geld betrüge. Kritiker fahren, ich kann den nicht annehmen, ernst sein, klar, davor, wenn ich das Zimmer vor Bernstein. Während ich besoffen im Volkspark nach Goldgraben, nachdem ich gescheiter bin und weiterhin keinen Erfolg habe. Doch bis dahin komme ich mit exquisiten Raps wie diesen für alle, die unsere Tracks genießen. Bei Shows bis in die letzten Reihen meine Texte schreien und mich damit motivieren, weiter an Raps zu feilen, denn ich will euch entertainen, darin der Beste sein, mich von deinem Stress befreien mit 16 Zeilen. Als Gabi Pop im Copyshop den Möpschen Bobby Häppchen gab, der schnappte Bobby Gabi Sop und tobte mit dem Lappen ab. Shop rief der Boss vom Copyshop, Frau Pop, wir sind
Stripperclub und Gabi Poptrieb im Galopp, nonstop Mobs, Bobby durch den Shop. Gib her das Top auf Gabi Bobby an den Kopf. Mach Schluss mit diesem Horrortrip, da schnappte Bobby auch den Slip. An seinem Buckel zuckelt sein Rucksack auf und ab, um seine Knöchel hechelt sein Dackel mit dem Trab. So wackeln sie zum Picknick, ermüggelt sie hinaus, da wickelt er den Bückel auf Pumpernickel aus, den Dackel ja kein Nickel, er regelt sich im Gras und hackelt die Mixpickel aus seinem Gurkenglas. Immer wenn die tüdelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, tütete die Patente nicht, der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. Eine Frage an Sammy Deluxe. Hast du jemals über Kaffeetassen, Teetassen gerappt? Nee, ne? Nein, das ist mein tüdelige Teetante-Debüt heute auf jeden Fall. Dann sind wir sehr gespannt, wie das der Chef im Ring macht. Er ist Deutschlands schnellster Sprecher und Bühne frei für Sie, für Dr. Georg Winter. Fertig. Los! Ich fühle mich wie ein Analphabet, den keiner versteht, von einem Mann am Planeten, der neben dem Ballermann schwebt. Der neue Hollywood Robert oder Dieben Diener und den Kinderkillern, aber selbst wenn die Bille will und eine Welle chillen. April, Kinder, ich bin noch immer derselbe Typ, so assig, dass ich meine eigenen Homies um Geld betrüge. Kritiker fragen mich, kann ich eigentlich auch im Ernst sein? Klar, doch vorher will ich noch dieses Zimmer vor Bernstein. Während ich versoffene Volksfreude nach Gold grabe, nachdem ich gescheitert bin, und weiterhin keinen Erfolg habe, doch bis dahin komme ich mit exquisiten Raps zu diesen für alle, die unsere Tracks genießen, bei Shows bis in die letzten Reihen meine Texte schreien und mich damit motivieren, weiteren Rap zu feilen, denn ich will euch entertainen und daran der Beste sein, mich von all dem Stress befreien mit 16 Zeilen. Als Gabi Pop im Copyshop dem Häppchen gab, da schlappte Bobby Gabi's Top und tobte mit dem Lappen ab. Stopp, rief der Boss vom Copyshop, Frau Pop, wir sind kein Stripperclub und Gabi Pop trieb im Galopp, nonstop ums Bobby durch den Shop. Gib her das Top auf Gabi Bobby an den Kopf, mach Schluss mit diesem Horror-Trip, da schlappte Bobby auf den Slip. An seinem Buckel zuckelt sein Rucksack auf und ab und seine Knöchel hechelt sein Dackel mit dem Trab. So wackeln sie zum Picknick, ermüggeln sie hinaus, der Wickel in den Bückel, Pumpernickel aus der Dackel, ja, Kanickel, er regelt sich im Rass und hakelt die Mixpickels aus seinem Gurkenlass. Immer wenn die Tüte die Teetante in den Tee, die Kaffeetüte getan hat, die Tüte in die Patente, nicht so der Täter den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. Respekt. 48 Sekunden, knapp drunter geblieben. Sehr gut, aber ein guter Herausforderer, oder? Toll, toll. Wie viel hat ich denn? 51. Echt? 51 zu 48. Nicht schlecht. Und Herr Doktor, Sie haben den Slip ganz besonders betont, ne? Sie kennen mich besser. Sagen Sie, wie lernt man sowas? Wie kommt man dazu? Ja, es muss sich im Unterbewusstsein einnisten, wie man als Musiker lernt. Ich komme an sich von der Musik her, vom Klavier her und übertrage die Geschwindigkeitstechnik des Klaviers auf die Zunge. Und wer Klavier spielt, weiß, man muss die Dinge immer wieder üben, bis sie wirklich im Unterbewusstsein zu Hause sind. Und man hört schon, Sie sprechen mit dem Spitzenstein. Sie kommen aus Hamburg. Hamburg, da kann ich nichts dafür. Ursprünglich habe ich einmal gelispelt und dann... Das ist der Hintergrund, ne? Also Sie haben als Kind gelispelt und haben irgendwann angefangen, Sprechtraining zu nehmen. Ja, da war ich 11 Jahre alt und da sagte man mir, du lispelst, du musst Sprechunterricht haben. Dann habe ich Freude gehabt an solchen Zungenbrechern und mein ganzes Leben lang neben anderen Gedichten auch Zungenbrecher geschrieben. Bis mir meine Partnerin sagte, Mensch, damit kannst du ja bei Wetten, das auftreten, habe ich gemacht. Und na, ich freue mich, und dass ich mit Sammy Deluxe hier, er ist ja ein fantastischer Rapper, der sich auch um die Kinder kümmert, das habe ich ja gesehen im Christianeum, dass die also sprechen und Rap machen. Und das tue ich ja auch, indem ich Sprechsport zu den Kindern bringen will, damit sie Freude am Sprechen haben. Sammy, was macht Spaß daran, so schnell zu rappen? Also beim Rap ist mein Anspruch beim Schnellrappen war nie so wie bei Herrn Winter einfach wirklich am allerschnellsten zu sein, weil ich bin ja immer an einem Beat gebunden, sondern mir ging es wirklich, geht es darum, dass es eigentlich schnell sein muss, aber trotzdem noch jedes Wort verständlich. Und dass man auch rhythmische Strukturen hat, deshalb gefiel mir der erste Text hier von Herrn Winter sehr gut, ist fast wie so ein Rap-Text geschrieben, so als Gabi Pop im Copyshop, dem Möpschen Bobby Häppchen gab, das schnappte Bobby Gabi Pop. Da kann man auf jeden Fall schon mitarbeiten. Jetzt sind wir gespannt, ob auch wirklich alles in Ordnung war. Wir haben 48 Sekunden zu 51 Sekunden. Herr Professor Hoberg, haben Sie irgendetwas auszusetzen? Mir sind gravierende Fehler nicht aufgefallen. Es gab einen Aussetzer, es gab kurz mal so eine Überschneidung, da fiel eine Silbe weg. Also ich würde sagen, die beiden sind gleich gut. Aber einer war schneller. Einer war schneller und ich würde auch sagen, Herr Winter hat einen Plus, das hängt wahrscheinlich mit seinem Beruf zusammen, weil er das häufiger macht, aber das muss man ja auch loben. Er bringt die Silben sehr viel enger zusammen
ohne sie zu vermischen, soweit ich es bei der Schnelligkeit gehört habe. Die Silben sind klar, sie kommen aber enger zusammen und dadurch ist er natürlich notwendigerweise schneller. Von daher gesehen würde ich ihm einen sehr leichten Vorsprung geben, aber beide waren sehr gut. Dann schauen wir es uns doch sehr gern nochmal in der verlangsamten Variante an, um auch mal genau zu hören, was haben diese beiden Männer eigentlich vor sich hin gerappt. Haben wir ein Bild von Herrn Winter, jawohl. Als Gabi Pop im Copyshop den Babs immer wie Häppchen gehabt, der Schlatt überwieger, wie Stopp und tobte mit dem Lappen ab. Stopp, rief der Boss vom Copyshop, Frau Pop, wir sind kein Stripperclub und Gabi Pop trieb im Galopp, dann Stopp und Bobby durch den Shop. Die Pferde Stopp, brach Gabi Bobby an den Kopf, mach Schluss mit diesem Horror-Trip, der Schlatt überwieger auf den Zwip. Dann, also, Sie haben gewonnen. Dankeschön und Glückwunsch, Dr. Georg Winter, Sammy Deluxe. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Und wir sehen uns später nochmal. Dankeschön.